Ah ja, Moinsen allerseits. Wieder Wochenende. Yay. Und dafür ein arschkaltes auch noch. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, was ich machen wollte irgendwann. Stimmt, genau. Ganz vergessen. Ist übrigens gut, dass ich gestern Remnant 2 gestartet habe. Weil ich mir gedacht habe, so, ah, warte mal, ich kann da noch irgendwie so diese komischen Steam-Trading-Cards noch kriegen. Ja, dann lasse ich mal eben das Spiel laufen, damit ich dann die bekomme, damit ich die einfach mal eben verticken kann. Und habe mir dann gedacht, warum nicht gleichzeitig auch kurz mal eben dann mehr mit dem Sound ein bisschen was ausprobieren, um zu schauen, ob das nicht zu laut sein könnte. Und war auch zu laut und habe dann feststellen müssen, dass mein Mikrofon leider wieder nicht im Dingensbums war, in OBS eingestellt. Und nicht nur das, es war auch ganz gut gewesen, dass ich das gestern ausprobiert hatte alles. Sonst hätte ich jetzt Probleme. Denn offenbar muss ein Windows oder ein Nvidia-Treiber-Update irgendwas mit meiner Soundeinstellung was zerschossen haben. Weil mein Mikrofon war plötzlich in Sound... Was war das nochmal? Systemsteuerung, Sound, Reiter, Aufnahme... Eigenschaften und so weiter, ne? Da war der Pegel plötzlich nicht mehr bei 100, sondern bei 50. Und ich weiß nicht warum. Und wenn ich jetzt auf 100 einstelle, jetzt gerade ist nämlich auf 99, wenn ich auf 100 einstelle, hört man mich auf der rechten Seite mehr als auf der linken Seite. Sobald ich auf 99 runtergehe, ist wieder ausgeglichen. Keine Ahnung warum. Ist sehr, sehr strange gerade. Also... ich hoffe mal, dass bei euch alles normal ist. Also, dass ich mich so anhöre wie sonst auch. Falls nicht, dann... schöne Scheiße. Wo muss ich eigentlich nochmal hin? Ich habe nämlich gerade keinen blassen Dunst mehr. Ah ja, okay. Ich muss da wahrscheinlich da durch diesen Höhleneingang, den man da rechts sehen kann... Genau, ich sollte da zu irgendeinem komischen Werkstattsturm hin. Aber vorher gehe ich zu diesem komischen einen Aushilfs-Schatzsucher. Gucken, was der eigentlich von mir will. Ich habe übrigens ungefähr noch 5 Bosse verbleibend. Ich weiß aber nicht, ob irgendwie einer der Bosse so ein Doppelboss ist, à la Sumpfmonster oder... Puppenkönig. So es dann quasi heißt, ja, hier hast du erste Phase, erster Boss, zweite Phase, zweiter Boss. Weil ich habe da eine Auflistung gesehen und da denkt man dann halt, oh, so viele Bosse? Ja, blöd nur, wenn dann bei einem der Bosskämpfe dann halt 2 Kämpfe dann stattfinden, ne? Life is short and life in Krat is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Reden. Medoro. Wer war nochmal Medoro? Keine Ahnung. You actually met Alidoro. And asked him about the wanted poster. That's odd. Alidoro and Medoro are friends. When I was hurt, he took me to Medoro, who was one of the first on the scene. Medoro is quite the medic. He saved me when the workshop tower fell. There's gotta be a logical explanation. The Alidoro I admire would never talk about a friend like that. But... well, who knows, maybe that wanted poster is real. You keep an eye on him, if you see him again. In times like these, when truth and lies are blurred, the only thing to believe is your gut instinct about a person. I trust Alidoro. He wants to save people and seek out the truth. Anyhow, you gave me the first lead on Alidoro I've had in months. Take this in return. Consider it a gift suitable for times like these. Trüber Ergobrocken. Okay. Life is short and life in Krat is short. Hey, das hast du vorhin schon mal gesagt. Ja, aber ich dachte hier, ich kann da jetzt da durch. Kann ich nicht einfach hier aufkloppen? Mit meiner Rohrzange? Ich meine, das ist gerade mal nur Holz. Da wird bestimmt kein Metall dabei sein, oder?
Ich sehe nur ein paar Verstärkungen, aber das war's eigentlich auch schon. Soll ich dann jetzt wieder zurück zum Hotel? Und Alidoro zur Rede stellen oder wieder was? Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob ich übrigens ein Ende jetzt machen kann. Es gibt drei Enden. Und eins der Enden ist quasi das wahre Ende. Wie so oft. Und bei dem Ende musst du im Endeffekt scheinbar wohl so gut wie immer lügen. Und auch einige Sachen machen. Wie zum Beispiel die Musik sich anhören. Diese Schallplatten sind wirklich wichtig offenbar. Denn ich muss mir die Musik anhören, um damit meine Menschlichkeit zu verbessern. Um menschlicher zu werden. Offenbar. Ich weiß nicht, ob ich das dann am Stück an mir anhören muss oder so, aber ja, offenbar muss ich es mir anhören. Ich weiß allerdings nicht, ob die Probleme machen wegen Urheberrecht oder sowas. Ich meine, es kann sein, dass das halt nix ist. Es kann aber auch sein, dass es halt problematisch ist. Deswegen werde ich das hier nicht machen. Ich werde das lieber, wenn dann, machen außerhalb des Streams. Vorsicht ist halt besser als Nachsicht, ne? A great weapon calls for a great warrior. Show me that you're worthy. Okay, bei dir kann ich... Wer zum Geier war nochmal Medoro? Ich habe keinen Plan mehr. Wer ist Medoro? Ist das Medoro? By the way, nein. Do you remember when I mentioned my partner? I got a distress signal from him. His last location was Krott Central Station. But my gear won't protect me from the petrification disease there. Can you find him for me? I'll make it worth your while. Thanks. My partner's name is Atkinson. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krott Central Station. Okay. Ich konnte übrigens gestern auch nicht so richtig hundertprozentig herausfinden, ob ich eigentlich richtig höre alles, weil ich hatte die letzten zwei Tage ein andere Ohrpolster benutzt gehabt und oh Mann, die Ohrpolster sind auf jeden Fall nicht optimal, weil die irgendwie alles dumpfer machen. Und das Schlimme dabei ist, ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwas in mir getriggert. Ich konnte die Ohrpolster nicht benutzen, weil ich habe Kopfschmerzen im Laufe der Zeit bekommen, so leichte, und ich war scheinbar leicht benommen, weil ich habe mich irgendwie komisch gefühlt. Und ja, ich konnte die einfach nicht verwenden. Aber ich habe dann halt dann das dann auch benutzt gehabt zu dem Zeitpunkt, wo das hier mit dem Sound nicht mehr richtig war. Also ich weiß entsprechend nicht hundertprozentig, ob alles in Ordnung ist. Aber ich gehe mal einfach davon aus, weil der Soundpegel im Audiomixer ungefähr auf demselben Niveau ist. Oder wenn auf demselben Niveau eigentlich die ganze Zeit ist, wie sonst auch. Also gehe ich mal davon aus, dass alles wieder in Ordnung ist. War ich noch nicht bei diesem Hauptbahnhof oder wieder was? Hauptbahnhof Plaza von Krat. Nee, das war das? Das? Nein, oder? Zu welchem Hauptbahnhof soll ich hin? Hab nicht aufgepasst. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krat Central Station. Hauptbahnhof von Krat, also doch das hier. Aber da kann ich nicht hin. Ich kann da nicht hin. Aber ich konnte da mal hin. Jetzt kann ich nicht mehr hin. Wie komme ich da hin? Muss ich... Muss ich einfach da raus? Der Bahnhof ist eine Gefahrenzone für Pizzaboten und wurde abgeschottet. Ja, aber ich soll dafür eine Quest hin. Naja, okay. Dann gehe ich mal zum Nest zurück und latsch mal weiter. Das ist jetzt aber merkwürdig. Warum zum Geier kann ich nicht da zurück?
Ist irgendwas getriggert worden? Und das erlaubt mir jetzt nicht mehr, dass ich da hinkomme, oder was? Das ist ja strange. Naja, gut. Ah, oh, klar, da oben liegt ein Item. ist meine Laterne nicht an? Dachte ich mir. Bleib liegen, Junge. Oh, ich habe übrigens Sound ein ganz, ganz klein wenig leiser gestellt. Gesamtlautstärke. Sollte wenn dann höchstens nur bei den Soundeffekten und bei... Sag mal, bin ich gerade zu blöd zum Blocken? Bei Soundeffekten und Musik bemerkbar sein. Bei dem, was gesagt wird, sollte es, glaube ich, nicht allzu sehr bemerkbar sein. Scheint ja relativ deutlich zu sein, was die hier von sich geben. Da ist irgendwas Großes am Rumwatscheln. Oh. Wieder so eine Two-Face-Puppe. Ah, verdammt. Frag mich, warum man so eine Puppe erstellt hat. Also jetzt nicht von entwicklermäßigen Sinn, sondern ich meine jetzt hier quasi im Spiel. Wenn man jetzt quasi einfach überlegt, okay, nicht überlegt. Wenn man sich jetzt einfach vorstellt, das wäre jetzt echt und die haben jetzt hier irgendeinen Grund gehabt, warum sie diese diversen Sachen haben. Wozu ist das da gut? Für Theater? Damit dann quasi, okay, du hast jetzt die Person nur von der Seite... Und ist dann quasi jetzt ein Häftling, auf der anderen Seite ist es dann irgendeine Frau oder wie oder was? Oder weswegen ist das da? Ah, okay. Gut, dass die Soundeffekte leiser sind, sonst würde man das wie blöde hören. Oh, apropos, warte mal. Die Stimme habe ich wieder lauter gestellt, richtig? Ja, die habe ich wieder lauter gestellt. Gut, gut. Nicht, dass ich die noch so leise gelassen hatte, wie beim letzten Mal wegen dem einen Boss. Nicht darüber. Hm, nicht sicher, ob ich hier lang muss. Ah, nee, Quatsch, muss ich nicht. Ausgefranstes Notizbuch, ein abgenutztes Tagebuch mit Blutflecken. Auf der Hülle sind goldene Flügel aufgezeichnet. Ich bedauere die Zerstörung der heiligen Statue nicht. Ich wollte verhindern, dass sie für die Menschen benutzt wird. Natürlich werden sie einen anderen Weg finden, aber zumindest werden die, die entkommen sind, Freiheit finden. Wenn ich etwas bedauere, dann nur eines. Gott, rette dieses Kind. Ich kam von jenseits des großen Ozeans, von der anderen Seite des Ozeans. Okay. Da bebt die Erde wieder. Oh, hier ist Verfall.
er geht doch nicht so zügig runter, wie ich vermutet hatte. Aber ich sehe, da vorne geht's hoch, von daher. Was hat das Game gerade gesagt? Da stand doch gerade irgendwas, oder? Verdammt. War da gerade was am Stehen und ich hab's nicht bemerkt? Weil ich komme nämlich gerade vor, als wenn ich wieder beim Hauptbahnhof wäre. Ein blutiger Brief. Zugfahrkarte nach Saint-Marie. Nee, Saint-Marien. Wegen der Blutflecken ist der Text schwer zu lesen. Saint-Marien. Okay. Was soll mir das bringen? Ach ja, der, genau. Ja, saug ruhig das Ergo aus. Hab ja scheinbar genug davon. Krat Central Station. Ich glaube, ich bin wirklich wieder hier. Ah. Deswegen ist also das hier scheinbar. An Ergo Amplification Effect. Coming from Krat Central Station. I wonder if the Alchemists are plotting something again. Please investigate that area. Deswegen kann ich also nicht zum Hauptbahnhof zurück, weil da die Story weiter scheinbar geht. Podest am Hauptbahnhof von Krat. Ach ja, der hält ja ein bisschen mehr aus. Und explodiert. Bäh. Bisschen zu laut bei mir gerade. Stimmt, das war auch irgendwie eigenartig. Durch die anderen Ohrpolster musste ich mein Headset lauter stellen. Sehr, sehr strange gewesen. Wieso habe ich dich nicht treffen können? Da kommt doch irgendwas von rechts, oder nicht? Ich höre da was. Ah, tolle Suppe. Okay, die Frage ist, welcher ist der Hauptweg? Ich glaube, das hier ist nicht der Hauptweg, weil hier ist diese ganze Suppe und da hinten liegt ein Item. Kann ich die Gegner aber nicht schon andersweitig irgendwie killen? Oh, was ist denn das für ein Zeug? Zumindest hier diesen Dicken, kann ich den nicht irgendwie anders killen? Hier, kriegst du ein paar Pfandflaschen von mir. Ziemliche Verschwendung eigentlich, ne? Kann
Kadaver-Körperflüssigkeitsflasche. Verursacht Säureschaden im Einschlagsbereich. Klingt nicht verkehrt. Oh, oder Thermit, genau, warte mal. Auswählen. Ah, verdammt. Okay. Oh, der hat sich ja teilweise wieder geheilt. Der Arsch. Ja, brenne. Na, der brennt aber nur langsam. Vor allen Dingen gehen die anderen beiden Idioten gerade zu dem hin. Ah. Okay, einer tot. Oh, der andere brennt nicht mehr. Schade. Toll, und ich treffe mich. Der hält aber einiges aus. Ich muss gerade mit dem Verfall leben irgendwie. Na komm, na komm, na komm, 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 komm. Danke. Ja, jetzt geht meine Waffe flöten. Whatever, Hauptsache tot. Hoffentlich hat sich das gelohnt, da so viel auszugeben jetzt. Oh, ein Quarz. Okay, nice, nice, super. Sehr toll. Was ist das? Einfach nur... Oh! Okay. Da haben wir wieder so ein Szenario gehabt, wo ich hätte es mir wesentlich einfacher machen können. Und hab's natürlich nicht gemacht. Oh, die kommen. Das kommt wieder, okay. Ach, egal. Was soll's? Was soll's? Immerhin meine Pfandflaschen mal für irgendwas verwendet, ne? Wait a second. Kann darüber. Und hat sich's gelohnt? Scheinbar wohl nicht. Eine Abkürzung. Ich muss sagen, ich mag die Waffe. Apropos Waffe. Warum hauen die ab? Diese eine Waffe, die ich mir geholt hatte. Wie heißt das Ding nochmal? Frostfestmal oder so ähnlich? Gefrorenes Festmal. Ist offenbar sogar ein Schlüssel-Item, die für eine Quest benötigt wird. Ich weiß zwar nicht für welche, aber offenbar wird die wohl für irgendeine Quest benötigt. Und wenn du die nicht hast, verwehrst du dir einerseits die Quest scheinbar. Aber nicht nur das.
Du verwehrst dir auch die Möglichkeit, scheinbar wohl an einen Quarz ranzukommen. Das ist ja toll. Aber gut, ich meine, das ist ja nichts Neues, ne? Ich meine... Au. Okay, da war mehr los als gedacht. What the fuck? Wer... Wer oder was trifft mich? Ach, der da hinten. Oh, Tentakel aus dem Boden. Okay. Ich komme hier nicht weg. Ja, hör doch mal auf, Mann. Oh, sind die ätzend. Warum hat der so viel Leben? Das Ding ist nur ein halber Körper ohne Kopf. Und dann gibt er nur 200 Ergo. Aber ja, was ich sagen wollte, in Dark Souls und so hat man ja im Endeffekt ja auch sowas, ne, dass irgendwas nicht machen kannst, weil hast dies und das und jenes nicht gemacht und ja, Pech gehabt. Entweder machst du das beim nächsten Mal in New Game Plus oder du machst es von Anfang an alles richtig. Da hinten wird bestimmt irgendwas Interessantes sein. Kann ich? Ah, okay. In den Zug kann ich scheinbar wohl nicht einsteigen, wa? Nee. Dann mal weg hier. Eine Puppe, die infiziert ist? Oder ein Cthulhu-Cosplayer? Oh ja, klar. Jetzt habe ich erstmal wieder so einen dicken hier. Oh, der regeneriert aber sein Leben echt fix. Oh ja, nein. Nice. Okay. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mein Angriff wieder ins Leere gehen wird, weil ich zu weit weg bin. Mist. Okay, ja, ich hau lieber ab.
Ich habe so viel Scheiß im Laufe der Zeit eingesammelt und dann habe ich dann trotzdem irgendwie dann eher wenig hier rumfliegen. Ha? Huh? Ah, okay. Was ist denn das für ein Ding? Das allein sieht schon aus wie ein Boss. Ja, schmeißen wir einfach das da rein. Hauptsache, ich habe irgendwas zum Werfen. Kann man das aufwerfen? Das kann man aufwerfen, okay. Oh. Ich dachte, das wäre ein Nahkampfangriff. Aber dabei machst du nichts weiter als quasi einen Peitschenangriff? Ja, ist ja toll. Super. Streugranate. Ja, eine Streugranate will ich, glaube ich, nicht unbedingt verwenden. Dann nehmen wir ein Sägeblatt. Was ist eine Peitsche, ey? Sag mal, sehe ich aus wie Simon Belmont oder was? Nein! Oh. Na egal. Versehentlich die Pfandflasche geworfen. Am Ende muss ich trotzdem da durch. Hat irgendwas gerade dafür gesorgt, dass ich plötzlich mehr Verfall hatte? Abgesehen von Nebel. Weil ich meine, ich habe plötzlich Schaden bekommen durch nix. Das sah gerade irgendwie komisch aus.